Willkommen, Hobby-Enthusiasten. Ich bin der Benne von Minimal Tabletop und heute arbeite ich mit Resin und bemale den treuesten Leibwächter, den sich ein Archon wünschen kann, den Sleeth. Citadel Finecast Resin ist leichter und weicher als der Kunststoff, den ich sonst von GW-Modellen gewohnt bin. Und ich muss beim Entfernen der Teile vom Gussrahmen und beim Entgraten vorsichtiger sein als sonst, weil es sehr einfach ist, die Teile zu beschädigen. Nachdem ich alles sauber entgratet und probiert habe, ob die Teile zusammenpassen, komme ich zum nächsten Schritt. Weil auf Resin oft ein schmieriger Restfilm übrig ist, der dazu da ist, den Gussrahmen von der Gussform zu trennen, muss ich ihn abwaschen. Dazu schrubbe ich die Teile mit einer alten Zahnbürste in Wasser mit einem Tröpfchen Spülmittel ordentlich ab. Danach lege ich die Teile noch ein wenig in ein frisches Wasserbad, ohne Spülmittel, bevor ich sie gut abtrockne. Die Teile können sich jetzt schon bemalen, allerdings kann es vorkommen, dass Resinteile ein wenig verformt sein können. Was sich mit einem einfachen Trick aber ganz einfach beheben lässt. Ich erhitze die Stellen, die verformt sind, einfach mit einem Föhn, bis ich merke, dass das Material weich und formbar wird und biege es dann zurecht. Das Resin härtet schnell aus, sobald es abkühlt. Jetzt klebe ich alles mit Sekundenkleber zusammen. Der Plastikkleber, den ich gerne bei anderen Kunststoffminis verwende, funktioniert bei Resin leider nicht. Bei dem Gussverfahren, mit dem die Resin-Mini gemacht wird, können sich kleine Unebenheiten durch Luftbläschen bilden, die sich mit ein bisschen Resin-Putty aus der Tube und mit Delierwerkzeug einfach ausbessern lassen. Jetzt, wo der Sleeth vorbereitet ist, grundiere ich ihn und seinen Schatten erstmal komplett schwarz. Danach grundiere ich den Sleeth von oben in Lichteinfallsrichtung mit Chaotic Red für einen ersten einfachen Lichtschattenkontrast, der es mir später deutlich einfacher macht, den Sleeth mit Farbe zum Leben zu erwecken. Dann trockenbürste ich die Rüstung mit Mephiston Red, wozu ich den Großteil der Farbe auf einem trockenen Tuch ausstreiche, bis kaum noch was im Pinsel ist, und die Farbe mit kreisenden und wischenden Bewegungen auftrage, wozu die Farbe nur an den erhöhten Kanten hervortritt und einen tollen Kontrast erzeugt. Das gleiche mache ich noch einmal mit Wild Rider Red, allerdings deutlich selektiver, nur an den herausragendsten Kanten. Schneller, aber effektiver Kontrast. Jetzt bemale ich die Schuppen mit ein bis zwei leicht verdünnten Schichten Scarsnake Green. Wenn noch ein bisschen von dem Chaotic Red durchscheint, ist es perfekt, da die schuppige Haut so später eine noch schönere Farbkomplexität bekommt. Den Bauch des humanoiden Schlangenwesens bemale ich gut deckend mit Rucker Flash. Dann tusche ich die grünen Schuppen einmal komplett mit Coelia Green Shade.
Während die Schuppenhaut trocken darf, bemale ich die Waffen und Metallelemente mit LED-Welche. Die Zierelemente und ein paar Metalldetails, die ich nicht in LED-Welche haben möchte, male ich mit Retributor Armor. Hier kannst du auch gerne noch ein paar andere Metallic-Töne einarbeiten, für mehr Varianz. Die Lederelemente bekommen von mir hier eine gut deckende Schicht Dried Bark. Die Schärpe male ich in einem schönen dunklen Lila, das als Komplementärfarbe zu den grünen Schuppen als Farbakzent toll ins Auge sticht. Während das Lila noch etwas feucht ist, highlighte ich die Kanten grob mit einem helleren Lila. Die Kanten der Lederelemente hebe ich danach auch hervor, mit Mornfang Brown. Allerdings tupfe ich die Kanten, anstatt einfache Linien zu malen, für einen unregelmäßigeren, abgenutzteren Look. Den abgewetzten Look verstärke ich nochmal mit noch sparsamer gesetzten Ruckhull Flash-Pünktchen. Das Auge male ich jeweils komplett mit Mephiston Red aus und picke noch ein paar Details raus, bevor ich alles außer die grünen Schuppen großzügig mit Arcrox Earthshade tusche. Dort, wo sich zu viel Farbe gesammelt habe, tupfe ich sie wieder ab. Nachdem die Tusche trocknen konnte, bekommen beide Augen einen Punkt Avalon Sunset, dass das Rot am Rand noch durchschimmert. Die Reptilienpupille male ich ganz vorsichtig mit einem Ultra Fine Liner, den ich in der Videobeschreibung verlinke. Danach noch einmal flott die Schuppen mit Mood Green trockenbürsten und der Slith ist bereit, auf die Feinde des Archons zuzuschlängeln. Mit Resin zu arbeiten kann schon etwas tricky sein, aber mit der extra Zeit, die man in die Vorarbeit investiert, macht man es sich deutlich leichter und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch gerne einen Daumen hoch oder sogar ein Abo da, würde mich mega drüber freuen. Also, bis zum nächsten Mal. Und denk dran, keep fighting Grey Plastic.